Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show Your Minecraft Chip. Heute wieder natürlich mit unserer Jury, da haben wir einmal den Philipp, den Robin und den G-Star. Hallo erstmal. Hallo. Hey. Und wir haben auch eine wunderbare Technik-Crew da hinten. Ja. Wir sorgen für den Sound. Ja, gut. Moin. Und das Licht. Gut, okay, das ist schon mal sehr schön. Ja, wollen wir gar keine Zeit verlieren. Heute kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ich will gleich mal vorfliegen und gucken, wer das ist. In diesem Durchgang ist das Lucas Davis mit der RMS Edinburgh. Ein Jurymitglied geht jetzt vor und macht das Schild weg, weil ich das schlecht kontrollieren kann. Und dann setzt sich dieses Jurymitglied wieder hin. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das mal auf uns wirken. Das könnte auch relativ interessant werden. Gehen wir direkt mal auf die Map drauf. Da wären wir also auf der Map. Und ja, wer Robins Schiffe halbwegs kennt, dem kommt das ja auch relativ bekannt vor. Wir hatten, glaube ich, was Ähnliches schon im Chronos Contest. Und ja, wir fliegen jetzt einfach mal rum und gucken uns das mal Fliege, genau Linz. Nein, nicht Fliege, an. du hältst meine Arme. Na dann, los, Linz. Sing bitte dieses Lied, das Jack singt. Also zunächst mal Lucas Davis, das Bitte. ist ja dein Schiff hier, das du eingesendet hast. Ich habe Philipp mal drauf angesetzt, beziehungsweise er hat sich selbst drauf angesetzt, mal Robins Britannia zu nehmen und das mal zu vergleichen. Weil letztes Mal, da war ich noch etwas vage mit meinen Aussagen, aber diesmal will ich das ganz genau wissen. Es sieht nämlich so aus, als ob das Robins Britannia wäre, nur dass du hier noch was Ja, draufgepackt ja. hast und Ja, auch hier nee, und da nicht was drauf. geändert hast. Der hat einfach das von unten, was da eigentlich so eingesenkt war, nach oben geholt und dann darunter noch was Er hat gebaut. noch ein paar Bullaugen entfernt oder so Also einzeln. es sind Ja. durchaus Veränderungen da. Das Problem ist nur, das ist ja nicht wirklich ein Talent, jetzt ein Schiff von uns umzubauen. Also das ist Das ist ja. nicht umgebaut, das sieht komplett aus wie meine Britannia. Ja, Auf dem also Kopf. ihr müsst mir jetzt mal berichten, was ihr seht, und dann kann ich euch berichten, was ich sehe. Und Gottes das Gleiche Willen. ist. Gottes Willen, Philipp. Okay, also gehen wir mal. Ich meine, bei der Britannia müsste ja ein Deck tiefer, müsste man anfangen, weil das obere gibt es ja nicht. Das heißt, da unten müsste jetzt, wo fangen wir an? Butcher, wo ist der Butcher, Max, geh Linz? doch noch ein Deck weiter runter. Da ist so der Speisesaal. Ja, dann fangen wir doch hier oben an, wo Philipp dann quasi direkt anfangen kann. Wo ist denn der Butcher hier? Vorne, der ist Wo ist vorne. vorne? Also nicht weiter vorne, sondern Moment. Hier ist der Butcher. Philipp, hinten befindet sich ein Kuhhaus irgendwo. Und Nee, wir zwar sind sehr viele Crew. unterhalb der Brücke direkt. Ja. Dort haben wir Scheißhaus, Eishaus, Batscher und Da ist Eis drin. Kauhaus. Ja, wenn du die Reihenfolge schaust, haben wir einen Butcher, ein Kauhaus und nochmal ein Butcher. Wie ist das denn? Nochmal ein Butcher und ein Eishaus. Ah ne, hier steht der Butcher, okay. Ich habe hier Carpenter, Eishaus, Eishaus, Lavatory, Lavatory. Nein, nicht da, auf der Steuerbordseite. Hinten, ja. Da, wo die Crew Butcher, ist. ja, Butcher, Cowhouse, Officer, Bakehouse und Bakers. Ah, okay, ist doch anders. Okay, Interessant. hat er ein bisschen was Ja, umverteilt. logisch. Muss er ja auch, wenn er Ja. das andere nach oben gepackt hat und so, dann ist das ja Mich würde der Rumpf anders. interessieren, weil habe ich das nicht so. Aber auch hier, der sieht alles gleich aus, ja. Ja, aber er hat den Maschinenraum komplett verändert, denn der macht nämlich keinen Sinn mehr. Dazu kommen wir aber noch später. Okay. Ja, ich kenne mich Ja. hier eh nicht mehr so genau aus. Das ist alles ein bisschen her. So, gucken wir Liegt denn mal da auch hier. der Anker oben drauf und Ja, das Ganze um? der Ja. liegt Dann oben drauf. Gehen wir mal in den Dining Room. Dann haben wir hier ein Klavier und Plätze für insgesamt 10 Fahrgäste. Jetzt muss Dining man muss Room. Philipp zählen. Zähl mal die Stühle im Speisesaal da. Der Speisesaal ist also auf dem gleichen Deck wie der Butcher, Philipp, nur dass du halt nach hinten zum Heck musst. Der ist in der Mitte. Das Also, Häuschen da ist große. hier sind mehr Kuppeln drin, als Ah, hier ist Robin eine hatte. Galley, da muss es dahinter sein. Ja. Aber wenn man ein Schiff umbaut, wieso nimmt man dann ausgerechnet die Britannia? Ich Vielleicht meine, es mag gibt er so mag viele solche Schiffe. das ist das Ja, Nächste. okay. Du könntest mich ja, Oder wenn wenn man. du, wenn du mich, wenn du uns hier was Gutes tun willst, du könntest uns ja mal wirklich was Gutes tun, indem du mal was Schönes nehmen würdest zum Umbauen. Aber die Nee, Britannia nee. ist jetzt vielleicht Das nicht wäre so das. dazu kommen wir später bei anderen Kandidaten auch noch, aber. Ja, nee, Das ist auch nicht so gut. ich bin mir immer nicht sicher, wie ich das finden soll. Das ist das Problem. Er hat es ja nicht direkt geklaut, er hat ja Umbauten betrieben. Und zwar nicht wenig. Ja, aber trotzdem, was soll denn das? Stehen bei euch im Dining Room einzelne Stühle oder Bänke? Einzelne Einzelne Stühle. Stühle. Ja, nee, hier sind ganze Bänke an der Seite. Wow, machen wir hier draus jetzt mal Bänke. Ja, das ist jetzt Jetzt nicht sind wir so das die, jetzt Talent, sehen wir so die deswegen. Länge der Bänke oder was? Nein, aber das ist doch ganz einfach. Hier war meine Die Länge Bank. von der Bank, das ist eine Bank, die ganz durchgeht von vorne nach hinten.
Ja, ich meine, wie viele Blöcke? Er hat auch sehr viele Uhren platziert, also die Uhren sind hier auch auffällig. Ja, eine Uhr über der Tür und eine über dem Klavier hinten. Ja, auch auf anderen Decks. Ich bin schon wieder weitergegangen. Wo geht's denn zum Maschinenraum? Wann habe ich damals gebaut? Ja, der ist anders, da war ich ja gerade eben schon. Aber der ist jetzt falsch, das ist das. Er ist jetzt falsch. Wo ist er denn? Da, du kommst da, glaube ich, von ganz oben rein, also wenn du oben bist. Ja, von. Ne, von hier jetzt. Von hier. Doch, von hier. Ja. Hier musst du, ja. Nämlich, diese Konstruktion hier macht keinen Sinn mehr. Die Schaufelräder können gar nicht mehr angetrieben werden. Das macht echt wenig Sinn, das ist richtig. Hier sind zwei Kolben und, nee, Leute, nein. Also, ja. Gut, man sieht auf jeden Fall, dass du im Interieur hier einiges verändert hast. Von daher, ja, ist es jetzt nicht, man könnte drüber diskutieren, aber wir wollen ja hier mal nicht so arschig sein. Letztendlich müsste das Robin entscheiden, weil der hatte das Teil ursprünglich hier, die Britannia, so ursprünglich rausgebracht. Also da ich von davon ausgehe, dass es mein Rumpf ist, einfach mal so, weil es hat ziemlich viele Ähnlichkeiten und auch viele, würde ich sagen, das ist böse. Die Frage ist halt, besonders, weil es war ja im Contest schon mal so, ne? Ja, das ist eben genau dein Rumpf. Schon hast du dazu gesagt? So, überhaupt im Contest, haben wir nicht schon mal was zugesagt? Ja, da haben wir schon mal was zugesagt. Es ist genau dein Rumpf, hat Philipp gesagt. Also wenn ihr Rümpfe braucht, Leute, und ihr wollt Schiffe bauen, aber ihr könnt keine Rümpfe bauen. Ich habe auch unter dem Weihnachtsspecial einen Rumpf released. Ihr könnt den gern nehmen, ja? Ihr müsst nicht Robins Britannia hernehmen. Zumal, dann nehmt doch, also guckt mal, wie unförmig das Schiff ist. Das ist wirklich eins der ersten Schiffe, das so, übrigens, die Hundeerziehung geht weiter. Also die würden sich den ganzen, das ganze Litshow begleiten. Ja, wo war ich? Genau, sieht mal, das ist ja einer der ersten Liner überhaupt. Muss man sowas nehmen? Ich weiß ja nicht. Es ist halt wie so eine Stahlwanne mit Schaufelrädern und ein paar Segeln drauf und. Naja, also Max, eigentlich ist das Schiff in echt schöner gewesen. Ne? Ja, aber. Ja. Da hätte man. Ja, ich habe halt mal wieder gerechnet und weniger gebaut. Ich glaube, in Zukunft muss ich die Deckpläne einfach wegschmeißen und einfach nur bauen. Weil nee, irgendwie. Das würde es auch mit uns beiden machen. Wir kommen irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Weder mit diesem Schiff noch mit unserem Hund. Und deswegen, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht so arschig sein, ich würde das jetzt mal durchlassen, aber ich weiß nicht, wie weit du mit sowas in einem Wettbewerb kommst, weil, naja, ne, ein bisschen. Gar nicht, hat man doch schon gesehen. Ein bisschen umbauen, damit kommt man nicht so wahnsinnig weit. Und wir wissen ja, wie die Britannia von innen aussieht. So viel anders sieht das jetzt auch nicht aus. Noch jemand was? Oder wollen wir dann direkt mal zur Abschlussbewertung gehen, um nochmal auf die einzelnen Sachen so. Das ist nicht schön. Na ja, gut, ich glaube, wir gehen zurück ins Studio. Philipp. So, da wären wir wieder zurück und ich würde zunächst mal die Jury befragen, bevor ich meinen Senf dazugebe. Wie fangen wir an, G-Star, Philipp? Robin. Robin? So. Ja, es war ja mein Schiff. Robin würde jetzt machen, oder? Es ist Robins Schiff eigentlich ursprünglich. Okay. Also, wir hatten das Problem ja schon mal im Contest. Also eigentlich würde ich die, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. Ey, da sage ich es nochmal, mein Mann hat sich wahrscheinlich geändert, darum sage ich lieber nochmal neue Meinung, nicht, dass ich dann, gut, also, damals war es vielleicht anders, jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Ich finde das jetzt nicht so toll, ja. So ist die Britannia, ja. Gibt es auch nicht so viel zum Umbauen, also, es ist nicht so, als wäre es die große Arbeit gewesen, das umzubauen. Das ist ja noch schlimmer. Hätte zumindest was genommen, was schwerer umzubauen wäre, dann, ja, hätte ich es trotzdem nicht gut gefunden, aber es wäre wenigstens respektvoller gewesen, als es die Britannia zu nehmen, ne. Also, ja, nimm das, wenn du ein Schiff bauen möchtest, nimm den Rumpf von Max unter diesem Weihnachtsspecial. Weil mein Schiff zu nehmen, finde ich nicht nett. Überhaupt nicht. Nein, nada, null. Du schwebst. Okay. Wer soll jetzt? Ja, das ist ich gemein, oder? Aber, ja, was heißt, also wie gesagt, Buzzer sind zwar erlaubt, aber ihr müsst ja bringt ja eh nichts, aber bringt eh nichts, also in dem, der Buzzer ist hier relativ sinnlos in dieser Sache, aber es ist halt ein Meinungsausdruck. Naja, aber es ist für die Zuschauer vielleicht ganz sinnvoll, wenn die wissen, was Robin meint. Lisa, möchtest du gleich mal was sagen? Ja, also ich sehe das genauso wie Robin, das war ja schon mal im Contest und es ist ein bisschen, naja, warum baut ihr das um, außer wie Robin schon meinte, die Britannia, ihr könnt doch, keine Ahnung, was Anspruchvolleres umbauen, das ist doch. Das hat ja nicht mal eine Doppeldecke, das Schiff. Wie Max, ja. Nee, ich finde das nicht. So, Philipp geht auf Tauchstation in seinem Stuhl. Oh Mann. So unterirdisch. Ja. Nee, das kannst du doch. Oh Mann. Ich hab das doch.
Nein! Ja, doch! Nein! Philipp, dann warten wir bis zur nächsten Folge. Ja. Nein! N-E-I-N. Also, wer hat das gebaut? Lukas Davis. Also umgebaut? Lukas Davis. Aber nicht der Lukas, sondern jemand, der den Typen. Der, hä? Ja, die, ja, ich weiß. Kann es komplizierter, ja. Okay. Also, lass dir was einfallen, Junge. Also, nein. Ja, besonders im Contest war das ja schon genau das Gleiche, so ziemlich. Ah, okay. Ja, okay, dann möchte ich nochmal was dazu sagen. Ja, es ist, im Groben wurde alles gesagt. Ich habe ein Rumpf-Release, Weihnachtsspecial, einfach mal gucken, kannst du benutzen. Und, ja, na, es wird, denke ich, jetzt nicht gewinnen. Also, es ist halt größtenteils Robins Schiff, dann hast du umgebaut, ein paar Sachen waren nett, aber, ja, also es ist halt nicht so. Ja, ich würde sagen, wir beenden dann die heutige Folge. Wenn der gewinnt, dann fresse ich ein Taschentuch. jetzt will ich, ja, also ja, jetzt will ich überlegen, aber das wollte ich. Philipp, das wollt ihr, dass Philipp ein Taschentuch frisst? Leute, das ist brandgefährlich, solche Aussagen. Meine Abonnenten werden dich leiden sehen wollen, Philipp. Scheiße. Wenn der gewinnt, dann frisst Max ein Taschentuch. Hey, nein. Nee, also ich würde sagen, wir beenden dann die Folge. Wenn der gewinnt, trinkt Max nochmal wieder Olivenöl. Stopp. Wir beenden jetzt die Folge. Schwerbenzin. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute.